Hallo liebe Leute, begrüße euch ganz herzlich. Ich denke, ihr seid wahrscheinlich ebenso in der Sommerzeit eingetroffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieses Mal war die ja nicht so wahnsinnig überraschend, wie die manchmal über einen hereinfällt. Wobei in Salzburg hat sie das gebracht, was die Sommerzeit zu bringen hat, nämlich Schnee. Ist auch super. Wenigstens was für die Leute, die Nachtdienst gehabt haben im Krankenhaus bei der Rettung. Eine Stunde weniger Arbeit. Wir haben uns für heute das Thema Rauchen vorgenommen. Beim Rauchen muss man ganz klar sagen, es gibt zwei Gruppen von Rauchern. Das eine sind eben so die Raucher, ja, die rauchen eben. Und dann gibt es so die Raucher, die rauchen einmal und beim Fortgehen und wenn sie ihn treffen und so weiter. Diese zwei Gruppen, für die ist es momentan eine ganz unterschiedliche Zeit. Die Gruppe der Raucher, für die ist es aktuell bitter. Da werden wir uns morgen umfangreicher drum kümmern. Und für die, die rauchen, für die ist eigentlich gerade die beste Zeit überhaupt. Ganz ehrlich. Rauchen, saufen muss man fast ein bisschen zusammenlassen. Wenn man oft Nacht zu gesoffen hat, hat man meistens auch zu geraucht. Außer man raucht nicht, dann hat man immer nur zu gesoffen. Wenn man zu gesoffen hat, merkt man es oft Nacht. Wenn man zu geraucht hat, merkt man es in der Früh. Das kennt's. Wenn du in der Früh aufwachst und du merkst beim Aufwachen schon, man hat ein bisschen einen komischen Geschmack im Mund, wie wenn um 4:30 beim Wickeln von den Kindern was schiefgegangen war. Man marschiert Richtung Bad, klingt immer noch ähnlich. Wenn man im Bad ankommt, folgender Tipp: am Waschbecken aufstützen. Es ist nicht wegen einem Aneinanderwageln, es aktiviert die Atemstützmuskulatur. Das kennt's vom Turnen. Wenn man im Turnen so einmal 50 Runden gerannt ist, stehen auch die ersten bei der Sprossenwand. Das ist die Atemstützmuskulatur. Da kann man sich als Raucherin, als Raucher was abschauen. Festhalten, tief einatmen, ordentlich Luft holen und dann gescheit. Wenn man so einen Schleimbatzen rum hat. Teilweise sind sogar Bröckerl drin. Ist ziemlich grausig und ist genau der Moment, wo man sich denkt, vielleicht ist das sogar giftig. Jetzt spuckt man es einmal aus und jetzt folgender Tipp, das, was man ausspuckt, sammeln, auf die Heizung legen, trocknen, ganz erfrischende Zigaretten draus wurzeln. Ich würde es nicht selber rauchen, aber man kann ein ganzes Packerl basteln. Aber man trifft momentan nirgends, wenn man nicht beim Fortgehen ist. Wem du das als Schnorrer-Chick anbieten kannst, müsstest du es da selber rauchen. Wobei, ganz ehrlich, bitte nicht. Ich habe vor einigen Jahren einen Schüler getroffen, der ist zu mir gekommen und hat gesagt: Vogel, Programm war super, aber eins muss ich da sagen: Alter, das kannst du nicht rauchen. Er hat es probiert. Sie waren zu dritt, haben 3 Wochen zusammengesammelt. Gratuliere. Ganz ehrlich, Leute, denkt's noch, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber so die erste Zigaretten, die man inhaliert hat, also die erste, die ich inhaliert habe, war nicht die Variante, wo ich so gesagt hätte, die erste war mehr so die Variante, gar nicht schlecht. Ja, sicher, es stehen noch 5 umklotzen die auch. Da kannst du schlecht hergehen und sagen: Moment, ich speib gar. Ja? Die erste schmeckt scheiße. Jetzt ganz ehrlich, wenn die erste Zigaretten scheiße schmeckt, wieso rauche ich die zweite? Wegen einem Geschmack kann es nicht sein, oder? Dann sagt, vielleicht wird es besser. Jetzt ganz ehrlich, ein kleiner Vergleich. Ja? Angenommen, ihr geht hauptsächlich irgendwie, weiß nicht, Mama kocht, weil ins Gasthaus gehen wir momentan ja nicht so richtig. Mama kocht oder ihr habt was bestellt und das kommt und ihr esst es. Na, die Mama kocht besser, da kann das fast nicht passieren. Aber ihr habt was bestellt, es kommt und ihr esst es und es schmeckt scheiße. Das bestellst du doch nie wieder, oder? Da gehst du auch nicht her und sagst: Boah, ist das grausig, mein siebtes Beischel, mir graust immer noch. Aber ihm schmeckt es auch, da muss man halt sich bemühen. Ganz ehrlich. Die erste schmeckt scheiße. Warum raucht man die zweite? Ja, eh, die anderen dann auch und man muss halt üben und dann wird schon immer so tragisch sein. Dann bin ich halt dabei.
Wenn ihr zu der Gruppe gehört, die quasi rauchen, beim Furtge, die raucht schon mal gerade nicht mehr. Die, die man raucht, weil man jetzt gerade irgendwo mit einer Truppe beieinander, die raucht man gerade auch nicht mehr. Die, die man raucht, weil wer anderer, die raucht man gerade auch nicht mehr. Also ganz ehrlich, eigentlich gar keine schlechte Zeit für Leute, die hergehen und sagen, vielleicht rauche ich gar nicht. Vielleicht bin ich fertig damit. Und ein kleiner wesentlicher Tipp: Beim Rauchen ist ganz geschickt, in der jetzigen Zeit herzugehen und zu sagen, ich schaue auf meine Gesundheit. Weil was wir wissen, hat dieser Virus sehr viel mit der Lunge zu tun. Und da kann ich sogar im kleinen Kreis daheim in der Familie zusammenhelfen. Zack, das Video auch gleich ihre Eltern, die so in A hergehen und darauf achten, dass sie, wenn sie schon rauchen, zumindest beim Fenster aussehen oder wenn möglich im Freien draußen rauchen. Oder vielleicht gehen sie her und sagen, das ist der Moment, wo ich es lasse. Die Voraussetzungen sind besser denn je. Rauchen aufhören ist am schwierigsten in der großen Gruppe beim Furtgehen, so irgendwo. Und jetzt war eine ideale Chance zu sagen, muss jetzt ausbleiben. Dann lasse ich das mal. Okay, wir werden uns morgen das Thema Rauchen nur einmal anschauen. Ich habe übrigens, ich muss euch ganz ehrlich sagen, was mich echt, es freut mich total, dass das mit diesen Videos möglich ist und es taugt mir, dass ihr schaut. Und es ist die Möglichkeit, wie wir die Zeit überbrücken, bis wir uns wieder live sehen. Ich freue mich auf das Live. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich freue mich aufs Publikum, aber mir ist klar, im Moment ist das die beste Chance, dass man ein bisschen lachen kann, dass wir gut im Kontakt bleiben. Und wenn wir dann gut auf uns aufpasst haben, dann wird es auch wieder Veranstaltungen geben, wo wir uns live sehen. Auf das freue ich mich. Nicola, wir haben vermutlich Fragen. Kann das sein? Genau, wir haben heute wieder Fragen. Die erste ist gleich, ob das Virus über Lebensmittel übertragbar ist. Ja, wichtige Frage. Ich denke mal, es ist, macht natürlich auch schon ein bisschen nervös, wo ist was, wo ist es vielleicht drauf und drinnen und wie kann es da möglicherweise übertragbar sein. Ein wichtiger Tipp zum Beispiel ist schon mal, das Virus ist nicht sehr hitzebeständig. Also bei einem warmen Essen, das ich heute, was ich eben bestellt habe und heiß gemacht habe, kann im Grunde nichts mehr sein. Das Virus hält überhaupt die Umwelt relativ schlecht aus. Ja? Auf manchen Sachen besser, auf manchen schlechter. Aber Hitze ist was, was für das Virus ganz schlecht ist. Da geht es kaputt und da kann es, brauche ich mir keine Sorgen machen in dem Sinn. Beim Einkaufen, bei den anderen Sachen, einfach darauf achten, dass ich halt auch die Sicherheitsvorkehrungen einhalte, auf das Zeug schaue, das ist wurscht, gar keine Frage. Ja? Das ist sicherlich geschickt. Was ich übrigens auch noch gelesen habe, da muss ich aber noch ein bisschen weiterschauen. Kälte, nämlich tiefkühlen Einfrieren, macht diesen Viren weniger aus. Also da kann ich nicht hergehen und sagen, das Zeug ist eingefroren gewesen, dann ist die Sache alles erledigt. Ja. Man sieht im Fernsehen und so auch in der Zeitung immer wieder Fotos, hauptsächlich aus Italien und Spanien, wo Straßen desinfiziert werden. Wieso wird das in Österreich nicht gemacht? Ich habe versucht, das auch ein bisschen auszufinden. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt gerade vorher schon gesagt. Das Virus ist eigentlich nicht sehr stabil und überlebensfähig, ganz normal so auf der Straße, auf irgendwelchen Flächen im Raum. Ja, da ist es relativ schnell kaputt. Und die Gefahr, dass man sozusagen ganz normal, weil auf der Straße irgendwo oder an einer Hausmauer das Virus war, sie da ansteckt, ist ziemlich gering. Ja, nur dazu, wenn ich auf das achte, dass ich nicht, weiß ich nicht, jetzt gerade am Boden umeinander kreue und umrobbe oder dergleichen, was im Prinzip eh keiner macht. Es macht den Anschein, die Wahrscheinlichkeit ist, dass die dort die Straßen desinfizieren, einfach um ein bisschen Sicherheit zu vermitteln in einer Situation, wo sie so Schwierigkeiten haben, die Folgen in den Griff zu kriegen. Es ist dort einfach richtig zach, es sterben
tatsächlich richtig viele Menschen dort, ja. Und sie versuchen damit einfach zu beruhigen, wir tun alles, was wir machen können. Man muss gleichzeitig auch sagen, es braucht halt auch wahnsinnig viel Desinfektionsmittel. Also es ist wahrscheinlich mehr zur Beruhigung als zum Effekt. Und da sehe ich schon eine richtige Entscheidung, wenn man das bei uns derzeit nicht macht. Ja. Wir sind bei den Fake News. Das Virus ist über Wind übertragbar, deswegen sollte man auch, wenn man rausgeht, eine Schutzbrille bzw. einfach so eine Brille tragen und eine Maske. Ich glaube, also erstens einmal über Wind ist es nicht übertragbar. Es ist eine Tröpfcheninfektion. Ja? Der Wind kann natürlich und das Spucken oder sonst irgendwas dazu beitragen, dass die Tröpfchen irgendwo hinkommen. Ja? Der Wind selber in der Luft, die Luft als solches ist nicht gefährlich, ja? Sondern es sind dann diese Tröpfchen, wo die gegebenenfalls drinnen sind. Und natürlich ist der Schutz mit einer Maske vor allem dafür sinnvoll, dass der, der vielleicht infiziert ist, damit diese Tröpfchen gar nicht am Weg schickt und schützt damit andere. Und die Brille, wissen wir, macht den Sinn, dass ich sozusagen dann Tröpfchen nicht in die Augen kriege, wo eine Schleimhaut ist. Und darum ist sie für die Ärzte, die so nah, oder auch für das medizinische Personal und im Rettungsdienst, die so nah am Patienten arbeiten, besonders wichtig, dass sie die da schützen. Wenn wir den Abstand einhalten, ja, und vielleicht, das kann ich heute auch nicht sagen, kommt auch einmal der Auftrag, dass wir eine gewisse Zeit mit Masken im Freien herummarschieren, was ja jetzt eh schon mehr und mehr Menschen machen. Das wird man sehen, wenn die Experten feststellen, das macht dann Sinn, dann wird man das machen. Ja? Aber der wichtige Punkt ist im Augenblick, den Abstand zu halten, darauf zu achten, dass ich nicht mit x-beliebig fremde Leute auf einem Markt, auf engstem Raum zusammenkomme. Da ist einfach die Ansteckungsgefahr am größten. Aufgeschnittene Zwiebeln in der Wohnung verteilt helfen gegen Coronaviren. Ja, also mir gefällt das total gut, das ist meine Lieblingsrubrik. Ja. Welche Mittelchen helfen gegen Coronaviren? Wir haben schon den Knoblauch gehabt, glaube ich, ja, den man essen muss in rauen Mengen. Wir haben den Zwiebel, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, in manchen Haushalten muss derartig feiern, das ist beeindruckend. Also weiß nicht, ob du dort leben magst. Menschen neigen dazu, wenn es vor was, was man nicht greifen kann und was man nicht sieht, Angst haben, Maßnahmen zu setzen, die auch nicht erklärbar sind. Und das ist jetzt kein Drama. Und wenn wer den Eindruck hat, es hilft ihm, dass er irgendein Ritual macht, irgendwas wo aufhängt, irgendwas wo hinstellt, dann ist das auch gut so, weil das hilft ihm. Weil es ihm dann vielleicht einfach auch selber besser geht. Aber ich kann nicht eine Verantwortung auf eine aufgeschnittene Zwiebel abwälzen, die dann im Raum liegt und deswegen kann nichts mehr passieren. Schaut auf euch, dass gesund bleibt, esst gesund, schaut auf euch, dass die Maßnahmen einhält, das hilft am allerbesten. Danke, Nicola. Eine Idee, die hätte ich euch ganz gern mitgegeben und die heute für einfach ganz wichtig für die nächsten Tage, vor allem für einen besonderen Tag, nämlich für den 1. April, der ja jetzt dann daherkommt. Dieser 1. April, liebe Freunde, ist der Tag, an dem, wen in den April zu schicken, ja viel Spaß macht und ich sage, macht's das auch. Wir sollen drauf schauen, dass wir auch Spaß haben, dass wir lachen können, macht's das. Das ist gut, richtig und wichtig. Aber tatsächlich selber angefallen, vielleicht diesen 1. April die Menschen nicht mit Corona-Gags in den April schicken. Es gibt einfach Leute, die haben Angst, die sind nervös und bei denen kommt das gar nicht gut an. Und ich finde es auch nicht okay, weil es einfach Menschen gibt, die an der Krankheit schwer leiden und sterben. Schickt die Leute in April, aber lasst euch was einfallen, was für alle Spaß machen kann. Okay, meine Freunde, Ingo Vogel, Gesundheitskabarett, das kleine Wochenendpaket, wir werden uns morgen noch einmal um das Thema Rauchen kümmern. Gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse bleiben wir bei euch. Jeden Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und manchmal ein Special, wenn wir es haben. Wir werden uns morgen noch einmal ums Rauchen kümmern. Und zwar auch, wieso man manchmal akut mit jemandem
wegen am Rauchen mit der Rettung fahren muss. Und eine meiner Lieblingsgeschichten in dem Zusammenhang war ein Paar, die sind mit dem Auto gemeinsam unterwegs gewesen und haben nur mehr Zigaretten in ihrem Chickpackerl gehabt und haben furchtbar gestritten um diese Zigarette. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich morgen. Servus.